Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen liegt im Herzen Deutschlands, hat mein Vorredner gerade gesagt. Da fällt mir ein, dass der hessische Kabarettist Matthias Belz ja mal gesagt hat, dass man, um die ethnische Sondersituation Hessens zu verstehen, man sich bewusst machen muss, Hessen ist umzingelt von lauter Deutschen, hat keinen direkten Zugang zum Meer, zu den Alpen und zum Ausland und daher keinen Kontakt zur Freiheit. Jetzt ja mal jenseits der fehlenden Alpen und des fehlenden, hat er gesagt, ich darf das sagen, ich bin, glaube ich, in der dritten Generation Urhessin, also von daher hat es mich jetzt nicht so weit weggezogen bisher. Das hat Matthias Belz geschrieben. Aber ich glaube, jenseits der Frage, dass wir keine Alpen und keinen Zugang zum Meer haben, können wir uns selbstverständlich darauf verständigen, auf den Antragstitel Hessen ist schön. Und es sind viele schöne Regionen aufgezählt worden. Und es gibt noch viel mehr schöne Regionen. Ich will der Versuchung widerstehen, neue aufzuzählen, um keine zu vergessen. Eine Bemerkung sei mir aber dann doch gestattet, nur weil mein Vorredner, Herr Meißner, Sie darauf hingewiesen haben, dass in diesem HR-Ranking, ich hätte das damals auch gesehen, Fulda als die schönste Stadt Hessens gewählt wurde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es gab dann eine weitere Folge, und da wurde Hessens schönster Landkreis gewählt. Und jetzt raten Sie mal, was das ist. Das ist nämlich der Landkreis Fulda. Und jetzt raten Sie mal, was Hessens schönster Fluss ist. Das ist nämlich die Fulda. Richtig. Und als ich das Ergebnis dieses HR-Rankings gesehen habe, habe ich mir gedacht, da hatte doch Fulda Tourismus, die Fuldaer Zeitung oder irgendjemand ein bisschen seine Finger im Spiel beim Voting da beim Hessischen Rundfunk. Aber ich will weder dem Kreis Fulda noch dem Fluss noch der Stadt seine Schönheit absprechen. Aber Sie wissen ja, wir Linke haben es nicht so mit Wettbewerb und Ranking. Von daher können wir auch einfach alles schön finden, ohne eine Reihenfolge zu bestimmen. Ja, Urlaub muss nicht möglichst weit weg vom Wohnort sein. Ferien in der Region sind auch ein wichtiger Baustein des sozialökologischen Umbaus, weil man natürlich auch den Klimaschutz damit voranbringen kann. Es ist viel angesprochen worden, dass es wichtig ist, dass Tourismusregionen gut angebunden sind, auch an Busse und Bahn. Ich will auch die Barrierefreiheit im Tourismus noch hinzufügen, ja, auch die Frage Fahrradfreundlichkeit. Also Hessen hat ja ein sehr gutes Fernradwegenetz, was wirklich sehr schöne Radtouren ermöglicht. All das sind wichtige Bausteine. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie die Reisebranche durch Corona betroffen ist, muss man natürlich sagen, dass die Reisebranche eigentlich die erste Branche war, die wirklich voll betroffen war und vermutlich auch die Branche sein wird, die mit als Letztes aus dieser Krise herauskommen wird. Und deshalb möchte ich beginnen, wenn wir heute über den Tourismus in Hessen sprechen, auch über die Menschen zu reden, die in der hessischen Tourismusbranche oder in der Reisebranche insgesamt arbeiten. Ist das in den Hotels, in der Gastronomie, in den kleinen Reisebüros und die gerade immer noch um ihre Existenz bangen müssen? Und es betrifft eben auch, ist angesprochen worden, die Busunternehmen, die keinen Standbein im ÖPNV haben. Hessen hat eine sehr kleine, und auch Deutschland hat eine sehr kleinteilige Tourismuswirtschaft. In fast jeder größeren Einkaufsstraße gibt es einen kleinen Reiseveranstalter oder kleine Reisebüros. Und all diese Betriebe mussten vorerst schließen. Und sie müssen nicht nur die bereits bezahlten Kosten für Reisen, die nun storniert wurden, zurückzahlen, sondern zum Teil auch die erhaltenen Provisionen. Das heißt also, die Menschen in den Reisebüros arbeiten zum Teil oder haben noch sehr lange gearbeitet dafür, dass sie noch weniger Geld haben als vorher. Ich will darauf hinweisen, dass gerade bei den Beschäftigten in den Reisebüros, die ja auch nicht sehr, sehr gut verdienen, ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat mir erzählt, sie kommt jetzt auf 900 € beim Kurzarbeitergeld, 73% der Beschäftigten in den Reisebüros sind Frauen. Und bei den Einkommenseinbußen, die jetzt hingenommen werden, muss man sagen, das sind zum Beispiel Menschen, die sich vermutlich in diesem Sommer keinen Urlaub leisten können, weil sie durch Corona eben so krasse Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Also im Hotel- und Gaststättengewerbe ist die Situation weiter dramatisch. Frankfurt ist angesprochen worden, wo dadurch, dass es keine Messen und keine Kongresse gibt, natürlich auch die Übernachtungszahlen enorm runtergehen. Klar, Gaststätten dürfen wieder öffnen, rein rechtlich. Aber mit den geltenden Auflagen, auch wenn die 5-Quadratmeter-Regel jetzt wegfällt, ist es einfach nicht wirtschaftlich. Und dabei ist mir noch einmal wichtig, dass ich die Sinnigkeit von Regeln überhaupt nicht infrage stellen will. Für mich steht auch der Infektionsschutz vorne an. Aber wir müssen natürlich einfach sehen, dass das viele kleine Unternehmer, aber auch größere Unternehmen und Beschäftigte eben in Existenznöte
bringt. Und deshalb müssen sie abgesichert werden, und ihnen darf nicht einfach das wirtschaftliche und gesundheitliche Risiko übertragen werden. Weil gerade die Beschäftigten im Gastgewerbe verdienen ja sowieso nicht üppig. Denken wir an die Zimmermädchen, an das Reinigungspersonal, an die Kellner, an die Köche. Diese Arbeitsbedingungen sind ja schon im Normalbetrieb oft sehr schwierig. Die Gewerkschaft NGG hat letztes Jahr festgestellt, dass die Arbeitsbelastung in der Branche immer weiter zunimmt. Dienste werden kurzfristig verändert, Schichtarbeit, Pausen werden nicht eingehalten. Also es ist schon so, dass wir hier einfach eine hohe Arbeitsbelastung haben. Und was man nicht vergessen darf, dass natürlich viele im Gastgewerbe auch von Trinkgeldern leben, die natürlich bei den Bezügen fürs Kurzarbeitergeld überhaupt nicht eingerechnet werden, auch nicht eingerechnet werden können. Und damit natürlich oft bei dem ohnehin nicht sehr hohen Netto einfach ganz viel Geld noch wegfällt. Und das trifft viele Menschen und Familien eben existenziell, bei denen wir nicht wissen, ob sie sich dieses Jahr dann Urlaub leisten können. Auch über die Jugendherbergen haben wir im Zusammenhang mit Tourismus gesprochen. Auch die will ich noch einmal erwähnen, weil die sind ja als nicht gewinnorientierte Einrichtungen erst so ein bisschen durch das Raster der Soforthilfe gefallen. Und gerade bei den Jugendherbergen ist natürlich klar, dass es eine ganze Weile, vielen Dank, dauern wird, bis es da wieder zu einer vollen Auslastung kommt, weil es werden auf absehbare Zeit keine Klassenfahrten stattfinden. Und es wird eben auch auf absehbare Zeit vermutlich schwierig, Menschen in Mehrbettzimmern unterzubringen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Das betrifft also die Jugendherbergen. Für die ist ja jetzt eine Soforthilfe beschlossen worden. Es betrifft aber auch viele andere gemeinnützige Freizeiteinrichtungen, die teilweise gerade massiv Schulden aufhäufen müssen. Und hier muss das Land natürlich die Folgen seiner Verordnung bedenken und schauen, wie man hier die wirtschaftlichen Folgen auch für die abmildern kann, die bisher durchs Raster gefallen sind. Wir freuen uns natürlich, wenn in diesem Sommer besonders viel Urlaub in Hessen gemacht wird und wenn das für die Menschen im Gastgewerbe und in den touristischen Einrichtungen einen kleinen Teil der Corona-bedingten Ausfälle kompensiert. Aber ganz ehrlich, das wird auch beim größeren Ansturm und auch bei der besten Werbekampagne des Landes wird es auch nur einem Bruchteil gastronomischer Betriebe helfen, weil man sie vermutlich nicht voll auslasten kann und weil natürlich auch nicht in allen Regionen Hessens Urlaub gemacht wird. Und deshalb, Frau Kollegin Wissler, warten Sie einen kleinen Moment. Es ist sehr laut, es ist sehr unruhig. Bitte der Rednerin die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich habe das Gefühl, hier sind schon ein bisschen in Urlaubsstimmung jetzt vor dem langen Wochenende, vor Pfingsten. Ja, ich wollte jetzt keine Urlaubsvorfreude hier durch meine Rede erzeugen. Ich möchte aber noch auf einen sehr ernsten Punkt noch einmal hinweisen. Weil wir müssen einfach sehen, dass es viele Menschen gibt, die einfach gar kein Geld haben, um einen Urlaub zu machen und auch nicht mal Geld haben, um irgendwo um die Ecke im Vogelsberg, in Waldeck-Frankenberg oder im Odenwald Urlaub zu machen, die dafür kein Geld haben. Entweder weil sie durch Corona einfach krasse Einbußen hinnehmen mussten. Also ich meine Menschen, die jetzt halt einfach seit 10 Wochen von 60% Kurzarbeitergeld leben oder die vielleicht überhaupt keine Einnahmen mehr haben, die haben natürlich einfach ein Problem, überhaupt Urlaub zu machen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die völlig Corona-unabhängig sich keinen Urlaub leisten können, weil sie von Grundsicherung leben, weil sie im Niedriglohnbereich arbeiten, weil sie vielleicht sowieso schon 2 Jobs nachgehen und alleinerziehend sind und sich Urlaub nicht leisten können. Und ich finde, gerade in einem solchen Jahr, wo Menschen, wo Eltern 11 Wochen lang ihre Kinder jetzt zu Hause betreut haben, mit Homeschooling, mit Homeoffice zum Teil, hätte eigentlich jeder in diesem Jahr ein paar Tage Urlaub verdient. Und ich finde, da muss man auch überlegen, wie man Grundsicherung und wie man ein Lohnniveau so gestaltet, mal dauerhaft, dass jeder Mensch sich auch Urlaub leisten kann und davon nicht Menschen ausgeschlossen sind, meine Damen und Herren. In diesem Sinne wünschen wir allen Menschen in Hessen einen guten Sommer, vielleicht einen schönen Urlaub, wenn es möglich ist, und vor allem Gesundheit und vor allem auch ohne Zukunftsängste. Und ich wünsche vor allem den Beschäftigten auch im Gastronomiebereich und in der Tourismusbranche, dass sie diese Krise sowohl finanziell, ökonomisch gut überstehen und dass auf lange Sicht sie mit guten Arbeitsbedingungen und einer guten Absicherung durch diese Krise kommen. Vielen Dank.